Ihr habt viel zu wenig Reichweite. Alter! Das ist doch nicht euer Ernst hier, oder? Alter, hat er das gesehen? Das Ding zeigt mir ja sogar an, dass ich drücken kann und das passiert einfach nicht. Das ist doch... Nee, der gefällt mir nicht. Der gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem, wenn ich den wirklich jedes Mal besiegen muss. Also vielleicht brauche ich die Schilderpillen auch mehr. Keine Ahnung. Nur an ihm vorbei. Ich kann ihn ausschalten, aber ich muss nicht. Okay, okay. Ob ich diese Aufzeichnungen alle finde, das weiß ich natürlich nicht. Oh Mann. Our company was on an expedition behind enemy lines when we walked right into an ambush. You know what's scarier than death staring you in the face? Death staring at you from behind. Those crafty bastards got us when we weren't looking, and I had a radio-shaped target on my back. Wenn ich das eben richtig gedeutet habe, dann kann man seinen Angriffen relativ gut ausweichen, wenn man so ein bisschen aufpasst. Okay, da müssten wir rüberspringen, richtig? Aber wir können beim nächsten Mal halt auch wieder versuchen, ihn auszuschalten. So, die Sache ist, ich bin gerade nicht sicher, wo ich am besten lang gehe. Aber da wir gerade einen Checkpoint hatten, da hat er ja gerade abgespeichert, werde ich jetzt erstmal versuchen, hier über das Wasser zu kommen. Eins, zwei, drei, vier. Jo.
Nein, ich bin tot. Okay, das lade ich neu. Ich bin nicht sicher, ob die untergehen oder nicht. Ich habe mir fast gedacht, dass sie untergehen, weil wir das auf dem Weg in diese Welt selber auch schon hatten. Ne? Diese Planken, die da untergegangen sind. Das war quasi unser Tutorial für diese Herausforderung. Ich glaube, den Turm selber erreiche ich tatsächlich, indem ich hier links weitergehe, ne? Den Wasserturm da. Was ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst? These waters feels off. Ignoriere mal deine scheiß Ausdauer da. Okay. War also nur für die Pillen, an denen es wieder 12 gibt. I shouldn't be in these waters, yeah, I know. Interessant, was sich die Farbgebung von dem Licht da ändert, ne? So, was mich jetzt noch interessieren würde, ist das jetzt eigentlich so eine Open-World-Geschichte oder so eine Semi-Open-World-Geschichte? Habe ich freie Auswahl, welches von den Signalen ich zuerst mache? Oder wird mir das schon so ein bisschen vorgegeben? Cool! Kettenreaktionen sind immer spartig. Das mache ich auch nochmal. Ja, wenn ich das jetzt nochmal mache, muss ich die Dings nochmal neu holen. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Alter, Elysium Park geht mir ehrlich gesagt gerade echt auf den Sack. Ich habe schon gedacht, dass ich die Minen mit dem Funkgerät deaktivieren kann, weil die erste hat ja auch rot aufgeblinkt und dann wupf, ne? Jetzt brauchen wir natürlich erstmal die Pille. Die lasse ich mir nicht entgehen, vor allem weil es halt ein direktes Upgrade ist, ne?
Mensch, das war Schaden, der war nicht nötig. Warum bin ich denn da hängen geblieben? Ärgerlich, ey. Würde mich komplett verarschen hier, ne? Und nochmal das Ganze. Macht doch Spaß. Und das nur, weil ich Wert darauf lege, mit mehr als 50 Lebenspunkten gegen einen Scharfschützen anzutreten. Ich weiß nicht mal, warum mich das gerade so frustriert ist. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Das könnte bald etwas länger dauern. Genau so nehme ich. Und dann nicht unbedingt so. So muss das nämlich aussehen. So. Wo haben wir den Scheiß denn, ne? Jetzt ab ins Kriegsgebiet. Da hat das Signalding nicht reagiert. Warum auch immer. Nur für eine bestimmte Zeit deaktiviert, ne? Na, da schon mal durch. Gehe ich natürlich erstmal hier hoch. Ich meine, ja, das da unten sieht auch alles sehr interessant aus. Ah, refreshing. Weil wir da ohne weiteres auch nicht hinkommen jetzt, ne? Na gut. Na gut, dann muss ich mich ja erstmal da unten umsehen. Ob der Blitz auch gleich wieder kommt? Proceed with caution. Das ist ja schon wieder. So, da oben ist ein Signal drauf und mich interessiert erstmal das hier. Jetzt geht er da hoch! Nicht hoch.
Okay, was ist denn da aufgegangen? Das Tor da oben, jawohl. Jo, aber da oben haben wir ja auch noch ein Signal drauf. Der Torriegel klemmt schon wieder. Normalerweise bekomme ich ihn mit einem dieser Ersatzventile auf, die in der Wasseraufbereitungsanlage herumliegen. Aber meine Schicht ist um. Das heißt, nicht mehr meine Sorge, sondern dein Problem. Viel Glück, Eddie. Okay, da komme ich so nicht hin, oder? Oh. Warte mal, die anderen haben gar nichts gedroppt. Und das für Blödmänner. Erreiche die Spitze des Wasserturms. Ja, ich habe das Gefühl, ich nutze, dass wir hier wieder mit dem Blitz zu tun haben werden. Böse Boom. Wo ist denn das scheiß Signal, was ich hier empfange? Vorne irgendwo, okay. Das gerotzt ja wohl auch nicht auf mich geschossen. Könnten wir den Truck hochklettern, aber ich gucke erst noch mal hier hinten. Da hinten, ja. Wir brauchen Sichtkontakt, ne? Wenn wir unser Funkwellending benutzen wollen, brauchen wir Sichtkontakt.
das hier. Gelohnt, würde ich sagen. Okay, so, hier können wir auch dann.